Hallo und herzlich willkommen, hier ist Bea von GamersPalace.de. Ein kleines bisschen zu früh, aber das macht nichts. Wir spielen immer noch Concrete Genie auf der PS4 hier. Und mein Ziel ist es heute, so weit wie möglich durchzukommen, damit ich euch jetzt nicht zu viel verrate. So. Okay, er wünscht sich hier noch einen Totem-Dings. Und, was meinst du? Kriegt er? Ich muss jetzt ihn nur davon überzeugen, dass er das super cool findet, dass er sich hier dazwischen setzt. Glaube ich, aber musste ich noch... Ach, der muss bestimmt erst noch hierher kommen. Komm mal her. Mach das mal. Kannst du mir helfen? Ist ein bisschen bockig, okay. Ach, die Tür ist schon offen. Ach, wir hatten... Ja. Ignoriere die dumme Bea. Manchmal bin ich doch ein bisschen albern. Da kann ich noch nicht malen. Dafür brauche ich Superfarbe. Genau, ich weiß, Christian, du brauchst eine Superfarbe. So. Und dann machen wir hier. Oh, das war schnell. Aber wir sollten das überall hinmachen. Überall brauchen wir nämlich Lichter. Null Superfarbe übrig. Okay, es sagt, wir sind fertig hier, aber irgendwie... Vielleicht brauche ich Blitze. Nein, alle Lampen sind an. Mal sehen, ob ich anders weiterkomme. Mal sehen, das habe ich schon gedreht. Hier komme ich nur wieder zurück. Am Ende habe ich es kaputt gemacht. Also, ich würde natürlich nie ein Spiel kaputt machen und schon gar nicht, wenn ich das aufnehme. Ich habe ihn genau gesehen. Nun, jetzt ist er weg. Dummer Freiburg. Läuft immer nur vor uns weg. Oh, das ist einfach runtergefallen. Hast du das gesehen? Komisch. Vielleicht muss ich von der anderen Seite nochmal hin. Ich habe irgendwie gerade einen kleinen Frosch im Hals, also nicht wundern. Hier ist es eh irgendwie dunkel.
viel besser. Fertig. Ich habe immer gehofft, sie würden die Gärten öffnen. Papa meinte, sie hätten ihre Pläne geändert, nachdem es mit der Stadt bergab ging. Irgendwie mag ich diese Pilze. Die sind sehr hübsch. Hilfst du mir? Vielleicht helfen sie mir, wenn ich sie herhole? Gute Wahl. Ist bloß in dich gefahren. Auf diesen Ranken kann ich nicht malen. Ich brauche mehr Lichterketten. Lichterketten? Superfarbe ist aus. Mehr Lichterketten. Was bringen ihm denn die Lichterketten? Fang mich doch. Gerade jetzt gibt's natürlich keinen Tipp, ne? Oder vielleicht doch da oben? Aber ich kann da oben gar nicht überall Lichterketten hinmalen. Die Finsternisranken lassen sich nur mit Lichterketten bekämpfen. Da gibt es doch noch Lichter, die ich vielleicht nicht gesehen habe. Wahrscheinlich meint er das damit. Oh, ich bin so dumm manchmal. Kein Kommentar an der Stelle, bitte. So. Wie kriege ich denn hier... Ach, seht ihr. Ja. Das war ein bisschen dämlich.
Geil, wo kommst her mit du der her? Superfarbe. Wieso war der eigentlich schon hier? Ist doch gemein. So, hier versteckt sich nichts, was wir... Hey du, was wir sammeln können. Da ist eins, komm her. Nein, bleib hier. So. Das wird toll aussehen. Und es war nicht einmal überraschend. Und geradeaus kann ich nicht gehen. Nein? Wow, hier geht's nicht rüber. Danke, Christian. Da geht's nicht rüber. Das heißt, wir gehen also doch hier lang. Und benutzen den Fahrstuhl. Wie ist das hier mit? Ernsthaft? Nein, komm her. Hierher. Sehr gut. Zurück mit dir. Und hier ist auch eine. Danke. Cool. Kann ich nicht benutzen. Okay, habe ich verstanden. Kommt sie auch nicht? Nein? Okay. Gut. Okay. Dann machen Zeit wir doch für mal etwas Frühjahrsputz. Ballons hin und diese. Und Lichterkippen. Und damit es noch schön ist. Keine Superfarbe mehr. Und Pizza. Schöne Pilze. Große Pilze, kleine Pilze. Mittlere Pilze. Überall Pilze. Und das hier. Auch Lichterketten. Auch hübsche Ketten. So, okay. Hier. Jetzt brauche ich... Was willst du? Dein Ernst? Wir haben das noch nicht. Hey, hier bin ich. Ich weiß, dass ich meinen Windjinn zu der Kiste rufen muss. Der hat aber gerade noch keine Lust, weil er noch einen Wunsch hat. Und er wirklich keinen Bock hat, mit mir zu arbeiten. Aber vielleicht mache ich mir einfach einen eigenen, neuen Gin. Pa. Komm her. Hierher. Oh. Ein Buch kann nie zu viele Seiten haben. So, was wollen wir denn für einen? Den hier? Der kriegt mal Hörner. Hm. Was jetzt? Versuchen wir was anderes. Nee. Nein. Oh. Oh, ich bin heute echt dumm.
Einen Schwanz. Ja, hier so einen. Oh. Und dann machen wir diese Ohren. Die passen ganz mal gut. Mal schauen, wie das aussieht. Und dann braucht er noch das hier. Aha, wunderschöne Blumen, überall. Ja. Hallo, Kumpel. Du bist ja hübsch. Ein hübsches. Okay. Du willst Feuer? Okay. Hier? Das gefällt dir, oder? Komme ich da oben eigentlich weiter? Nein. Oder? Hangeln. Erzhaft. Okay. Kein Thema. So hier, und damit du mir jetzt hilfst, habe ich auch das gefunden, was du willst. Da. Was auch immer das ist. Hallo. Aber mir hilft eh mein neuer Djinn. Ich brauch dich nicht. Ja, oder vielleicht auch nicht. Wie sieht das aus? Hier, macht euch mal bitte nützlich. Oh, Leute. Ich brauche diese Kiste. Genau diese Kiste. Danke. Oh, ich brauche zwei von euch. Komm schon. Super. Vielen Dank, Kumpel. Na los doch. So, das hat super geklappt. Na, was machst du denn? Kannst du mir dabei helfen? Diesmal hast du mich aber erschreckt, Kumpel. Manchmal sind sie schon anstrengend. Aber immerhin stehen sie jetzt schon an den richtigen Ecken. So, super. Wie das aussieht. Das erklärt die Wasserprobleme der Stadt. Vielleicht hat mich Luna deshalb hier runtergeschickt. Die Finsternis loszuwerden ist wohl nicht genug. Ich muss auch das Wasser reinigen, das nach Denska fließt. Oh. Wie hübsch. Und im Hintergrund noch so eine Ballonblume. Ja. Und oben wollen wir aber noch, oben brauchen wir Sterne. Ja, oder? Seid ihr doch voll bei mir. Oben auf jeden Fall Sterne. Das war's. Auf zur nächsten Gegend.
Aber hier brauchen wir trotzdem noch Blumen und so. Das brauchen wir noch. Und auch von den wunderschönen Pusteblumchen hier. So. Ernsthaft? Okay. Kommt bestimmt gleich noch eine Kiste. Wirklich doof, dass ich nicht schwimmen kann. Richtig. Aber wie bist du zurückgekommen, wenn du nicht schwimmen kannst? Ah, ich hatte mich schon gefragt, wo die hin ist. Oh, das ist doch... schön. Okay. Hallo? So, was machen wir denn hier hin? Sowas? Und Pusteblumen. Und hier Pilze. Schön. Feuer-Gin. Die hatten wir lange nicht mehr. Was haben wir denn da? Mein Feuer-Gin. Na gut, machen wir den. Den haben wir auch noch nicht. Das sieht komisch aus. Das ist doch... Nee, das ist nicht schön. Was ist das? Nee. Nochmal Blumen, aber Blumen hatten wir schon. Obwohl, es war echt hübsch. Ich mach Blumen. Okay. Noch was auf dem Kopf. So ein Pilz? Das wird ganz gut. Hi, du. Aussieht. Nicht so hübsch, aber der kann mir ja doch helfen. Und? Wie ist das? So, und jetzt macht das, was ich will. Hier, guck mal, einmal das hier anzünden, bitte. Sehr gut. Und anpusten. Ihr macht das super, Teamwork. Komm schon. Bingo. Gucken, wo es uns jetzt hinführt. Findet ihr auch, dass hier ein Pilz fehlt? So. Ja. Oh, was ist das? Und wenn ich jetzt Schmetterlinge dazu mache? Nichts. Komisch. Ja, wir machen eine super Farbe hin.
viel besser. Sehr gut, sehr professionell, vor allen Dingen die hier, die nach unten hängt, aber okay. Kannst du mir kurz helfen? Klar, kein Problem. Puh. Sieht aus, als würde es feststecken. Super Farbe? Ja, bitte. Zum Glück kann man hier zwar schon runterfallen, aber nicht so schlimm. Also es hat keinerlei Auswirkungen. Echt. Echt jetzt? Cool. Gut. Ich soll das ja drücken, ja? Wirklich? Okay, er wünscht sich das hier. Und ein Mond. Und diesen Baum. Hier. Ich bin hier. Oh nein, ich muss es erwischen. So Leute, das ist ziemlich cool jetzt. Also es wartet sowieso auf mich. Alle einsteigen bitte. Komm hier schnell, komm mit. Und los geht's. Das ist so cool. Huh?
Hi ihr. Und jetzt? Ah, natürlich. Das ist ja weiß markiert. Ich hätte es sehen müssen. Das sah gefährlich aus. Und so, als ob das nicht passieren sollte. Der Ölfrachter, wo alles begann. Dieses Ding hätte nie in die Nähe von Danska gelassen werden sollen. Aber hier kann ich es zu Ende bringen. Jetzt und hier. Dann probieren wir das doch mal. Ja, ist okay. Und hier möchte ich aber Schmetterlinge. Ich brauche ein bisschen Platz zum Arbeiten. So. Ihr wollt, Das wolltest du doch haben, oder? Du hast tollen Geschmack, mein Freund. Okay, sind wir alle glücklich? Was ist das eigentlich? Oh, ich habe noch eine Trophäe gerade bekommen. Hey, wo willst du denn hin? Ach, weil jemand an dem Ballon wegfliegt. Okay. Okay. Was sagt ihr dazu? Cool. Na, du Freak. Oh. Yeah. Woohoo. Los geht's. Dein Pinsel gehört mir. Schwer vom Begriff, was? Diese Stadt gehört jetzt uns. Nimm ihn hier. Hey! Hal! Guter Fang, wie! Willst du als Erster dran sein? Wie du willst. Nein! Hört auf!
jetzt ist es hinüber. Komm her, Kleiner. Von da hinten kannst du doch nichts sehen. Nein. Oh, sein Pinsel. Was los? Heulst du jetzt? Mann, armer Elch. Ruhig, Mann. Nicht cool. Zack, er war schon am Boden. Na und? Ernsthaft, Mann? Bisher haben wir uns mit ihm nur ein paar Späße erlaubt und ihn nicht krankenhausreif geprügelt. Leute? Oh. Ich glaube, sie sollten ab. Was ist das denn? Nicht mich! Nicht mich! Nein! Tja. Luna. Was ist passiert? Das Ding? Ein Djinn von mir? Was soll ich nur tun? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Was ist das?
das? Flex? Fällt dir was ein? Was zum... Willkommen zum zweiten Teil des Spiels. Und tschüss! Damit sollte ich es schaffen. Das friedliche Malen ist dann jetzt vorbei. Wenn dieses Zeug sich ausbreitet und mehr Djinns befällt, oh Mann. Noch einer weniger. Tja, gerade wenn dann die Leute, die einen ärgern, in so eine Falle tappen, ist ja erstmal die Frage, sollte ich ihnen eigentlich wirklich helfen? Oder haben sie es nicht besser verdient? Aber die Antwort sollte immer lauten, ja, wir sollten ihnen helfen. Retten wir ihn mal. Froggy? Ash! Oh. Geht es dir gut? Ja, aber die anderen. Diese Monster. Diese Monster sind meine Freunde. Und sie waren friedlich, bis ihr... Ich weiß, aber was ist mit den anderen? Sie brauchen Hilfe. Und du willst sie retten? Wirklich, Froggy? Ich meine, zu dir sind sie fast so fies wie zu mir. Komm mit. Ich muss dir was zeigen. Guck mal. Das Zeug da ihn komplett verschluckt. Aufhalten kann? Ich habe keine Ahnung. Ich mach dich fertig. Mein Pinsel hat die Finsternis vertrieben. Geht's dir gut? Ja. Was? Wow.
Wir müssen es aufhalten. Ja, aber den Djinns wird es nicht gefallen, von der Finsternis befreit zu werden. Sie werden davonlaufen, sehr schnell. Vielleicht kannst du sie ja eine Weile aufhalten. Geht klar. Danke. Ash! Es tut mir leid. Alles gut, wir sind ja der gute Held der Geschichte. Was zum... Ich muss dieses Zeug von ihm runterkriegen. Ist er denn? Ich weiß, dass du nicht du selbst bist. Damit schaffe ich es. Na, genug geflogen? Hoch. Lass mich dir bitte helfen. Sehr gut. Okay, das hat wehgetan. Oh. Achtung, Ash! Komm nie wieder. Okay, schön langsam. Hab jetzt nur keine Angst. Jetzt kommen sie mit, ich kann den Schwierigkeitsgrad anpassen. Super. Jetzt bist du wieder lieb. Gehst du hin?
einfach gewesen, geradeaus zu laufen. Wo versteckst du dich? Da, bitteschön. Nett, dass er nicht einfach runterfällt. Froggy, Alter, du hast es geschafft. Vielen, vielen Dank. Pinselwicht? Ich heiße Ash. Und gern geschehen. Das, obwohl wir die ganze Zeit so mies zu dir waren. Also, was ich eigentlich sagen will, ich hab das alles nicht so ernst ge... Das war doch Janie. Wir müssen weitermachen. Hast du eine Lampe? Ja, aber was... Froggy wird's dir erklären. Gehen wir. Alter, was war das gerade? Siehst du sie? Ja, gefangen in ihren eigenen Albträumen, so wie du es warst. Wir müssen sie da rausholen. Ich will dir helfen. Noch, komm schon. Superfarbe sollte helfen. Will wohl, dass ich ihm folge.
kann nicht weit weg sein. Wo sind denn hin? Wo sind die Kiddos? Hier irgendwo sein. Wo bist du gerade? Doch hier lang, okay. Super, zwei davon. Du wirst wieder gesund. Verteilen wir etwas Superfarbe. Okay, bleib schön da, Kumpel. So, die sind beide hier runtergelaufen. Und sind beide kaputt. So viel dazu. Wo sind denn die Kinder? Zack, wo bist du? Offensichtlich meinst du es ernst. Oh,
Ich sollte Superfarbe einsetzen, wenn ich kann. Gemalt. Mach schon, Ash! Ich werde dir nicht wehtun. Oh, komm schon. Hey, ganz ruhig. So, einen haben wir. Schön, dich wiederzusehen. Und dann sammeln wir noch den zweiten ein. Nur nicht zu schnell. Die beiden auf jeden Fall eingesammelt. Schon besser. So. Hi. Ihr seht ja ganz geknickt aus. Da habt ihr ein Feuer. Und einen Baum, den ich jetzt irgendwie in den Himmel gemalt habe. Was wollt ihr hier? Sterne. Und dieses Ding. Möchtest von hier das. Und Pilze, bitteschön. Janie! Seid ihr okay? Ja, glaub schon.
Was zum Teufel ist denn passiert? Es war Ash, oder nicht? Ich habe ihn gesehen. Ja, er hat euch gerettet. Wie? Und warum? Er ist der Einzige, der diese Dinger bekämpfen kann. Mit seinem Pinsel. Aber warum? Warum? Weil ich es gesehen habe. Geschrei, Streit, Eltern, die sich trennen, sogar ein Vater im Gefängnis. Mir ist klar geworden, dass es bei dem, was ihr mir angetan habt, nicht um mich ging. Es ging nie um mich. Naja, ihr wolltet wissen, warum. Und das ist der Grund. Ash! Alter! Ich... Was soll ich sagen? Tut mir echt leid. Es tut uns allen leid. Sind noch mehr meiner Freunde. Da muss ich jetzt hin. Und warum genau erzählst du uns das? Wenn Beatrice auch dort unten ist, brauche ich Hilfe, um sie zu befreien. Was sollen wir denn tun? Du bist der mit dem Pinsel. Lass das! Ach, diese Kinder. Also ich finde beide Teile von Concrete Genie unheimlich gut gemacht und auch irgendwie passen sie super zusammen. Und das finde ich so richtig gut an diesem Titel auch. Bleib hier. Viel besser. Jetzt läufst du nicht mehr davon, ne? Ich muss sie da rausholen. Ich lass dich nicht im Stich. Aber es sollte helfen. Oh nein, bleibt hier. Wo bist du? Und bleib weg! Es wird alles gut! Yeah.
hältst dich nicht zurück, hä? Ich sollte Superfarbe einsetzen, wenn ich kann. Dann runter. Hab jetzt nur keine Angst. Ey, ich bin hier beschäftigt. Komm nie wieder. So schnell. Sehr gut. Setz endlich den Zauberpinsel ein. Stress nicht. Geht's dir besser? Wir haben ihn nicht. Vorher zumindest. Haben wir das jetzt? Ich werde dir nicht wehtun. Lieb. Böse. Lieb. Okay. Schön langsam. So. Sehr gut. Dann haben wir die beiden auch soweit. Ach, das war mein Hübsches, ne, mit den Blumen da. So, fertig. Und dann folgen wir den beiden einfach. Okay, lass uns Bee holen. Da. Und da. Und das. Und wo ist die andere hin? Warum kommt sie denn nicht mit? Hey. Hey, komm. Schmetterlinge. Nein! Vorsicht! Ah, es ist wieder da! Es hat Ash! Oh. Thank you.
steckt da immer noch drin fest. Wie sollen wir sie da bloß rauskriegen? Kannst du sie da rausholen? Nein. Ohne mein Skizzenbuch kann ich gar nicht malen. Und ohne diese Djinns. Froggy. Warum nennen die anderen dich überhaupt Froggy? Weil ich Frösche mag. Ah. Du könntest ihm zeigen, wie man einen malt. Nachdem wir uns dein Skizzenbuch zurückgeholt haben. Sag mal, spinnst du? Das Viech da verfolgen? Ich meine, guck's dir doch an! Hört mal, uns allen geht's gut und das haben wir Ash zu verdanken. Können wir es nicht dabei belassen? Das Monster soll den Leuchtturm ruhig behalten. Er braucht den schon. Nein. Wenn wir jetzt weggehen, wird die Finsternis hierher zurückkommen. Und Denska wird niemals wieder schön sein. Das kann ich nicht zulassen. Ich hab's versprochen. Wem denn? Sie ist nicht mehr hier. Aber das ändert überhaupt nichts. Ich werde zum Leuchtturm zurückgehen. Na gut. Tja. Im Ärgern sind wir groß, aber wenn es drauf ankommt, sind wir wieder nicht da, ne? Ganz klar. Nicht gut aus. Oh, das kommt hierher? Alle meine Malereien ruiniert. Das machen wir wieder neu, Ash. Oh Mann, was ist mit dem Leuchtturm passiert? Wie soll ich denn da rüber? Ahoi, Landratte! Willst du mit? Oh, meine Arme fühlen sich an wie Spaghetti. Sie sehen auch aus wie Spaghetti. Sehr dünne Spaghetti. Halt's Maul. Komm schon, Leute.
Ach, Moment. Die haben wir unterwegs gefunden. Die willst du sicher zurückhaben. Danke. Oh Mann. Kapitel 6. Das Finale. Hey, guck mal. Eine leere Stelle. Das ist ja hübsch. Was ist das? Klasse. Gut gemacht, ey. So Eisschollen. Hübsch. Hübsch? Sehr hübsch. Hey du, hier ist noch eine leere Stelle. Komme schon. So. Oh, so Schneebäume. Coole Sache, Mann. So funktioniert's. Okay. Dann rein. Was ist denn das letzte jetzt noch? Das müssen wir schon noch gucken. Das male ich hier auf den Felsen. Ich kann auf diesen Felsen nicht malen. Oh. Schnee. Ich bleibe dicht bei dir, okay, Ash? Natürlich, Froggy. Mann. Zu dunkel, um hier zu farbscannen. Wir schaffen das. Und es müffelt auch ziemlich. Oh, das war ich. Ledermäuse! Zum Farbskaten fehlt einfach das Licht. Es gibt keinen Grund zur Sorge, glaube ich. Okay, gehen wir hier oben lang, ja? Das sieht so aus, als sollten wir hier lang gehen. Sie sind wunderschön. Besser nicht anfassen. Zack hat recht. Besser auf Nummer sicher gehen. Das hat uns also gar nichts gebracht. Sieh doch mal. Hey, das scheint sich zu öffnen. Zu weit. Wie komme ich da nur rüber? Hey, wir könnten dir eine Rampe bauen. Ja, ich glaube, ich bin auch eher für die Rampe. Ich bin nicht gern nass. Cool, danke, Kids. Hey, Leute, ich muss weitergehen. Wir versuchen, einen anderen Weg zu finden.
Sei vorsichtig! Hier, die sind wieder angemalt, das heißt, da kann man hochspringen. Kann ich hier malen? Nein. Lex? Was? Haltet durch! Ich komme! So, bereit für den Endboss? Ja, nein, vielleicht? Na? Oh nein. Was hat das Zeug mit dir gemacht? Das hält ganz schön was aus. Entferne die Finsternis der Kraft. Ich muss in Bewegung bleiben. Das sollte helfen. Davon kann ich nicht einstecken. So viel dazu. Er meint es ernst. Vorsichtiger sein.
Nein. Fuck. Na, der ist auch gar nicht so einfach. Also, beziehungsweise ist es eher von der Steuerung ein bisschen her trickier als die anderen. Mal sehen.
Chance. Lass in Bewegung bleiben. Hey, ganz gut. Oh Mist! Okay. Komm schon, jetzt hab keine Angst. Oh nein! Nicht zu schnell. Oh, komm schon. Oh, Gott sei Dank. Ich dachte... Leute, das ist Luna. Ihretwegen existiert der Pinsel. Die Kunstwerke, die Djinns, all das. Sie meint wohl, es ist wegen dir, Ash. Auf jeden Fall, schön dich kennenzulernen, Luna. Dir hat Ash wohl versprochen, Denska aufzuräumen. Naja, schade, dass du es nicht gesehen hast. Seine Bilder waren wirklich... Oh, hey! Wow. Oh, Luna! Ich muss diese Finsternis von Luna fernhalten.
Was möchtest du jetzt? Das hier. Und Schmetterlinge? Superfarbe aufgeladen. Das kannst du laut sagen. Hey, meint ihr, jetzt kommen wieder Leute her? Ich denke schon. Das wäre eigentlich ziemlich cool. Oh Mann, mir fällt gerade auf, wir sind jetzt zu sechst. Und? Na, endlich sind wir genug für zwei gleich große Basketballteams. Oh ja. Ich meine, ich kann's dir nicht verübeln, wenn du uns nie wieder sehen willst. Aber nach allem, was wir erlebt haben... Weiß auch nicht, aber was meinst du, Ash? Lust auf ein kleines Match mit uns? Ich glaube, er malt lieber Chuck. Lasst uns doch beides machen. Ja! Yeah! All unsere Malereien sind noch da. Liebe Leute, das war Concrete Genie. Und auch wenn es irgendwie so kurz ist, ist es echt eines der besten Spiele, das letztes Jahr mit auf den Markt gekommen ist. Es ist auf jeden Fall ein Erlebnis. Das sage ich euch so, wie es ist. Ihr seht es ja auch, falls ihr PlayStation VR habt, könnt ihr es natürlich auch damit spielen und dann eine VR-Erlebnis draus machen. Ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert, weil ich selber keine VR-Brille habe. Aber ich denke, wenn es schon so wahnsinnig gut ist,
dass es dann nochmal eine ganz besondere Erfahrung sein wird, das Ganze auch in VR zu spielen. Ich danke euch fürs Zuschauen auf jeden Fall. Hat mir sehr viel Spaß mit euch gemacht. Genau. Am kommenden Dienstag haben wir dann eine Überraschung für euch. Das verraten wir euch aber natürlich erst am Dienstag, wenn es soweit ist. Wenn ihr uns bis dahin vermisst, schaut doch einfach mal vorbei auf www.gamers-palace.de. Dort findet ihr Newsartikel, alle möglichen anderen coolen Sachen, vor allen Dingen hinsichtlich eher Indie-Spielen und Nischentiteln. Und ja, manchmal schleicht sich auch der eine oder andere Mainstream-Titel mit rein, aber meistens richten wir uns auf Erfahrungen, die das Leben wirklich bereichern, und Spiele, die nachhaltig gut sind. Genau, ich packe euch allerdings auch nochmal in die Beschreibung vom Video, schaut also rein. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut, eure Bea von GamersPalace.de. Ciao.